Hi. Ja, ihr habt jetzt bestimmt irgendwie eine andere, da können wir so rüber, Begrüßung erwartet. Ha, kriegt ihr aber nicht. Lull. Moment, wie komme ich jetzt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Willkommen zurück zu Pitfall. Übrigens, für die, die es noch nicht gemerkt haben, auf welches Video sie hier geklickt haben. Wir sind hier beim Schildkrötenmonument stehen geblieben. Nein! Ah! Beim Schildkrötenmonument stehen geblieben und jetzt werden wir gleich von wütenden Affen erschlagen. Zieh Leine. Ah, ganz kurz die Map wechseln. Denn wir haben gelernt, wenn wir die Map wechseln, sind die Affen weg. Oh Gott, es geht gerade alles so hektisch los. Ah, die Frage ist, was ist unser Plan? Moment, jetzt muss ich, sorry wegen dem Ladebildschirm, jetzt muss ich ganz kurz nochmal die Map wechseln. Was ist der Plan? Wo gehen wir hin? Ich würde vorschlagen, ich habe gerade gesehen, dass es da rechts neben dem Ausgang, durch den wir gerade gegangen sind, noch zwei von diesen Statuen gab, die immer einen Weg signalisieren. Da drüben. Da brauchen wir aber TNT für. Okay, das fällt dann also raus. Wir könnten nach da drüben. Da scheint es weiterzugehen. Da muss ich nur ganz schnell irgendwie. Nein, geh weg! Ah! Ah! Zum Dorf der Eingeborenen. Na, das klingt doch nach einem Plan. Das sollten wir ja eh hin, laut Harry. Wenn ich das richtig im Kopf habe. You can't enter. Why? Because if you do, I kill you. I can't even come in for a visit? If you visit, I kill you. You're kind of hung up on this killing thing, aren't you? You ask me any more questions, I kill you. Don't mind him. Everyone is tense since Mika, the princess, vanished. What if I find her for you? You still here? I kill you. Okay, also ist die Prinzessin der Eingeborenen. Ach, Harry redet jetzt wieder drüber. I've never understood why princesses always seem to be in need of saving. But if that's what the natives wanted out of their hero, I figured I could deliver. Even though I'd never met any, no princess could resist the charms of Pitfall Harry. Allerdings ist das doch. Hier haben wir das Dorf der Eingeborenen, da dürfen wir nicht raus. Weil er uns sonst tötet. Da dürfen, habe ich gerade gesagt, da dürfen wir nicht raus, da dürfen wir natürlich nicht rein. Was? Jetzt muss es hier beim Schildkrötenmonument aber noch einen Ausgang geben, den ich nicht gesehen habe. Zumindest. Ah! Okay, damit hätte sich das auf jeden Fall erledigt. So, jetzt. Ah, ich kann ja einfach hier durchsprinten. Ah, nein, es bringt nichts. Ah, was kann ich denn dafür, wenn dein Kleines so anhänglich ist? Mama Affe, lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall können wir jetzt hier durch. Ich habe nur Angst, dass ich dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, schon an anderen Stellen auch weiterzukommen. Ah. Das ist der Ort. Dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, an anderen Stellen weiterzukommen. Excuse me? Your name is Pitfall Harry. You dig things up and fight evil. Sounds about right. But how do you... What did you just do? How can I help you, Harry? I've been by your village. I think they're worried about you. I just wanted some butterflies. Why? You don't need a reason to want something. If I get you some butterflies, will you go home? If you'd like me to. Butterflies coming right up. Sie will Schmetterlinge. Ja, was ich sagen wollte, wenn der werte Herr Fallgruben-Harald mir nicht ständig ins Wort fallen würde, dadurch, dass ich an anderen Stellen eben schon weiterkomme mit den Fähigkeiten, die ich habe, habe ich halt Angst,
dass ich Secrets verpasse, weil wir da dann im Endeffekt gar nicht weiter müssen. Weiß nicht. So, wir können mit der Fackel die Schmetterlinge anziehen. 14 Stück will sie nur. Ich dachte, sie will 15. Jetzt muss ich ganz kurz... So, kommen wir da rüber. Mit der Fackel können wir die Schmetterlinge anziehen. Allerdings geht die Fackel logischerweise aus, wenn wir ins Wasser fallen. Das ist hier so die größte Gefahr. Wir haben erst 4. Oh! Oh Gott, war das knapp. Herzinfarkt. Hallo, kommt ihr mit? Wie kriege ich die jetzt da weg von der Fackel? Hallo. Hallo, ihr anderen Schmetterlinge. Ah. Okay, das war naheliegend. Dann haben wir 7. Ich weiß, dass das auch immer sehr frustrierend war. Weil man halt alles komplett nochmal suchen muss, wenn man ins Wasser fällt. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, war das so. Von dir will ich natürlich nicht getroffen werden. Mach einen Abgang. Komm! Was soll... Ich will nur Schmetterlinge klauen. Lasst mich in Ruhe. Ah ne, 12 will sie insgesamt. Ich dachte, es wird automatisch abgezogen. 11 haben wir. Wow. Wo ist der letzte? Ich hoffe, man hört nicht, dass der gerade... Da ist einer. Komm her. Jetzt haben wir alle. Jetzt müssen wir nur noch am Stück zurückkommen. Ich hoffe, man hört nicht, dass die gerade auf der Straße bauen. Ah. Aber ich kann mein Fenster nicht zumachen. Weil ich sonst bei den Temperaturen hier sterbe. Oh, first try. Oh, ich bin so gut. And visit me at the village sometime. So, ich will trotzdem ganz kurz jetzt, wo wir hier keine Schmetterlinge mehr sammeln müssen, unter den Wasserfall. Phase 1 of my plan was complete. Rescue Princess from the clutches of evil butterflies. Phase 2 was about to start, being welcomed with open arms at the native village. Das klingt nach einem guten Plan. Denn wie man auch hier wieder sieht, es ist unfassbar, gell? Wir haben in diesem Spiel... Okay, da komme ich tatsächlich... Ah! Ah, die tun weh! Wir haben eine Secret-Quote von 100% hinter Wasserfällen in diesem Spiel. Bis jetzt auf jeden Fall. Das heißt, 100% der Wasserfälle, die wir in... Nein, ich bin zu weit gesprungen. 100%, hinter 100% der Wasserfälle, die wir in diesem Spiel bis jetzt gesehen haben, war eine Höhle, in der was versteckt war, beziehungsweise wo es weitergeht. Was selbst für ein Videospiel meines Erachtens sehr hoch ist. So, den nehmen wir natürlich mit, den Götzen. Und ja, gut. Den Sprung habe ich nicht geschafft, ist aber auch relativ Wumpe, ne? Jetzt lass mich mal ganz kurz... Nee, da kamen wir noch nicht weiter. Da kamen wir noch nicht weiter an der anderen Stelle. Dann gehen wir mal zurück zum eingeborenen Dorf. Und werden da, wie Harry schon so schön sagte, mit offenen Armen empfangen. Hoffentlich. Wenn nichts schief geht. So, sprinte, Harald, sprinte. Wir wollen nicht von Babyaffen erwischt werden. Das wäre uncool. So, klopf, klopf. You're back. Now I kill you. Who do you think got your princess to come back? With those butterflies. That was you. Then you're welcome into our village. Before you come in through. I was wondering, no pressure, mind you, but maybe sometime down the road, perhaps letting me, you know,
kill you. What's with you and the killing? I guess it's been a while. Have you ever thought of redirecting your energies? Taking up a hobby, like chasing wild boar, for instance? I could chase a wild boar and kill it. Yeah, sure. Could you open the gate now, please? Ich glaube generell, dass der ein kleines Aggressionsproblem hat. Also nichts, was nicht zu bewältigen wäre mit einem guten Psychiater. Aber wir sind hier halt... Hat der gerade eben... Ah, kill, kill, kill gesagt. Was nicht mit einem guten Psychiater zu beheben wäre. Allerdings sind wir hier mitten im Urwald. Und finde mal mitten im Urwald einen guten Psychiater. Das ist... So, hier sind wir auf jeden Fall im Dorf der friedlichen Eingeborenen. Na du, guten Morgen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was wir hier eigentlich wollten. Da haben wir einen eingesperrten Forscher. Ah ne, das war einer von... Oh. Das wollte ich nicht, das war einer von St. Clairs Männern. Ah, da oben ist die Prinzessin und auch der Häuptling. Ich würde mich trotzdem gerne hier ein bisschen umschauen. In diesem natürlich 1:1 nachgebauten eingeborenen Dorf. Das. Guck mal, da ist noch einer von St. Clairs Männern. Ich mache das nur, weil ich Aggressionen auf die habe und sie einfach umkloppen will. Natürlich. Da hinten noch was. Two Native Games. Die eingeborenen Spiele. Das klingt ja interessant. Das klingt nach Spaß, glaube ich. So, aber nichtdestotrotz retten wir mal... besuchen wir die Prinzessin. Gerettet haben wir sie schon vor den bösen Schmetterlingen. Die bösen, bösen Schmetterlinge. Ich mache trotzdem ganz kurz das Fenster zu. By returning Princess Mika to our village, you've done a great thing for our people. You are now an honorary member of our tribe. Topa! Take this shield. It will protect you from weapons. It will protect you from the sun. And you can float on it down the river. But only for 5 seconds. Because then it will sink. Thanks. Let the initiation rites begin. What initiation rites? We initiated 12 men last year. 2 survived the test. You have nothing to worry about. Das ist eine gute Quote. Zwei aus 11 sind fast 20%, also bitte. Okay, wir haben den Schild. Damit können wir Hindernisse zerstören. Ja. Achso, ja, kann ich einfach auswählen und dann damit angreifen. Klingt plausibel. Und, okay, euch kann ich damit auch aus dem Weg hauen, das ist natürlich... Oh, das ist super. Komm, du auch noch. Achso, ich muss logischerweise, Okay. Okay. Das ist, das war tatsächlich gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, woran die anderen gestorben sind. You have completed the initiation rite, apparently without dying. Now, you can compete in the ancient games of skill, and you can also come and go at will, safe from harm from our people. Sounds good. Though our warriors will not bother you in the wild, there are some renegades who are outside of our control. Avoid them. They will try to destroy you. How will I differentiate them from your warriors? By their red glowing eyes. Why do their eyes glow red? None of us are really sure, actually. Some think it's some combination of magic and evil. But that's just a guess. Maybe they stare at the sun too much.
Aber die können uns auch sehr dankbar sein, denn wir haben die Erfolgsquote voll nach oben getrieben. Once I had the shield, I knew I could head through the butterfly glade and into renegade territory. See what they were up to. And who knew? Maybe I'd find an explorer or two tied up somewhere. Wir haben von 2 auf 11 3 aus 12 und 3 aus 12 sind 25%. Wir haben die Quote voll nach oben getrieben. Außerdem können wir hier in Ancient Games of Skill teilnehmen, was auch immer das ist. Ich würde sagen, das ist das Erste, was wir dann in der nächsten Folge probieren, beziehungsweise wir sollten vielleicht auch noch mit der Prinzessin sprechen. Ach komm, das machen wir noch kurz. Nach einem Date fragen oder so geht klar. Hey, Princess. What's wrong? Have you ever felt like you belong in a different time? Not really. This is my time. Every day, I make it mine. My time is still to come, yet it's in the past. Hey, if you think this woman of mystery thing is gonna work on me, forget it. Schmetterlinge. Sie fühlt sich in die falsche Zeit geboren. Okay. Was es damit auf sich hat, vielleicht erfahren wir das ja auch noch. Zwinker, zwinker. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.